Da unten sieht man schon auf Grenchen. Da bin ich ja heute Morgen gestartet und jetzt alles hoch gewandert. Ein bisschen weiter draußen die Aare. Da hier oben, diese Richtung hier, da ist Büren an der Aare. Und da vorne geradeaus sieht man die große Brücke über die Aare. Da auf der anderen Seite ist Arch. So, jetzt geht alles hier über diesen schönen Weg. Diese Krokusse hier, das ist einfach so schön. Hier hat man einen weiten Blick in den Jura rein. Und da hier vorne, da hier, da bin ich hochgekommen. Einen Blick zurück. Da hier der erste Berg, das ist der Bettlacher Berg. Ist da wieder ein bisschen einen Aufstieg. Da. Sieht man wieder die andere Seite in den Jura rein. Alles voll mit Krokussen. Da die Jura-Gegend. Da hat es noch ein bisschen Schnee. Da vorne, da hier, sieht man die große Insel in der Aare. Dort ist sogar noch ein Bauernhof auf dieser Insel. Jetzt habe ich wieder mit einem Abschieb begonnen. Geht wieder da runter ein bisschen. Und dann Richtung Hasenmatt. Mal schauen, ob die Hasen oben sind.
weil morgen ist doch Ostern. Und da müssen die doch laut dem Namen dort oben sein. Da muss ich jetzt doch ein bisschen aufpassen mit dem Abstieg. Es könnte da glatt sein. In die große Straße runter. Da habe ich jetzt nicht einen schönen Weg. Voll mit Dreck und Schnee. Da bin ich jetzt übrigens auf dem Jura-Höhenweg und komme auch da den Europa-Fernwanderweg von Spanien nach Zypern, der E4. Da hier wäre auch ein Aufstieg, aber es ist der gefährlichere als der vorne. Und ich gehe jetzt hier durch diesen Weg da. Übrigens der Jura-Höhenweg, der fängt in Genf an und hört, glaube ich, im Kanton Zürich auf. Über die ganze Jurakette. Und der Europa-Fernwanderweg E4, der kommt aus Spanien und geht dann durch Frankreich, die Schweiz, Österreich bis runter nach Zypern. Da bin ich noch auf dem Planetenweg und ein bisschen im Gestrüpp drin. Auf die andere Seite ist es dasselbe. Da geht das auch runter. Ganz verrückt, he? Das ist einfach schön da mit dem Jura. Ja, auch ein sehr interessanter Weg. Aber es ist nur für Schwindelfreie, würde ich mal sagen. Oh, wie das da hier auch wieder runter geht. Das da ist der Wanderweg. Thank you.
da komme ich jetzt gerade her. Oben hat es noch ein oder zwei Bäume umgemacht, und zwar ganz eine schwierige Stelle, dort durchzukommen. Und da geht der andere Weg runter. Der andere offizielle Wanderweg. Den nehme ich jetzt nicht. Jetzt bin ich auf der Stahlfluh oben. Da hinten sieht man die Felsen, wo ich losgewandert bin, also hochgekommen bin, um den Grenchen. Und da wieder eine riesige Ebene. Da vorne sieht man in den Jura rein. Jetzt haben wir schon wieder mit dem Abstieg begonnen. Geht da wieder ziemlich runter. Noch Schnee. Aber es ist noch ein harmloser Abstieg. Stelle. Und leider verlieren wir da wieder ziemlich an Höhe, dass wir dann auch wieder anschließend hochsteigen müssen. Aber jetzt. Übrigens habe ich jetzt die Route getroffen. Ich habe ja schon am Start gesagt, dass ich noch jemanden treffen werde. Und das hat jetzt geklappt. Und das ist die Hasenmatt da vorne oben. Bin dann gespannt, ob wirklich Hasen oben sind mit den Ostereier. Von diesem Berg da drüben bin ich runtergekommen. Und da die Jura-Hügel. Wow, schöne Aussicht. Da geht es auch wieder ziemlich steil bergauf. Könnte die Woche runtergehen noch glatt sein. Da noch ein Blick nach unten. Ich bin froh, dass es für mich der letzte Aufstieg ist. Oder wenigstens der letzte große Aufstieg auf den höchsten Berg vom Kanton Solothurn. Die Hasenmatte.
Ich bin noch nicht ganz oben. Auf der Hasenmatte. Jetzt noch ein Segelflieger. Und da vorne sieht man schön auf Solothurn. Dort ganz hinten, wo man die Flut sieht, dort bin ich hochgekommen. Da unten ist Grenchen. Gibt also fast bis hierher 1300 Höhenmeter. Und da vorne, da hier, ist mein heutiges Ziel. Oder auch das natürlich von der Route. Ich treffe sie unten wieder. Sie hat eine Abkürzung genommen. Die Aussicht, die man von da oben hat. Einfach schön. Das ist zum Teil riesige Fels, Gulors. Der Wanderweg ist ein einfacher Bergweg. Wie es im Jura sehr viele gibt. Schon wieder so ein enger Durchgang. Muss man den Kopf einziehen, sonst gibt es noch eine Beule. So, hat geklappt. Schöner Wanderweg. Hier verläuft der Weg. Wieder auf dem Grat, mit wieder einer fantastischen Aussicht. Und da morsche Bäume. Und da bin ich mir einfach noch nicht ganz sicher, was das für ein Tal ist. Aber ich schaue dann zu Hause nach und schreibe es unten hin.
so. Wir hatten da wieder oder haben immer noch einen Abstieg und wieder normale Wege, fast schon wieder Waldautobahnen. Und wenn ich mich nicht irre oder täusche, sieht man da vorne das Ziel. Wir haben es also bald geschafft. Ja, dort vorne ist das Hotel ganz oben, der Weißenstein. Da oben dieser große Hof, das ist auch wieder ein Restaurant. Es hat da hier sehr viele und bin hier auch wieder auf flacherem Gelände, wie zum Teil der Jura eben auch ist. Da vorne ist jetzt der Weißenstein in Sicht. Ein sehr bekanntes Ausflugsziel. Und unser natürlich heutiges Ziel auch. Da noch ein Blick nach Solothurn runter und in die weite Ebene raus, Richtung Alpen. Noch ein Windspiel. Gratis Musik heute. Der Weißenstein in Sicht und die moderne Seilbahnstation. Oder besser noch gesagt, Bergstation. Dann möchte ich noch meinen Abonnenten danken, die auf YouTube meine Filme anschauen. Ich habe letzte Woche das 100. Abonnement gekriegt. Und das ist doch einfach schön. Aus diesem Grunde danke ich euch allen für die lange Treue. Und ich werde euch sicher nicht enttäuschen. Es kommen noch viele interessante Wanderungen, die ich mache. So, jetzt noch der letzte Aufstieg. Nochmal einen Blick Richtung Hasenmatt, der höchste Berg hier im Kanton Solothurn. Und da oben, da sieht man auch noch jemand fotografieren. Und da oben ist das Hotel Weißenstein. Und hier werde ich jetzt die Wanderung beenden. Ich danke euch, dass ihr uns begleitet habt auf dieser anstrengenden, aber sehr schönen Wanderung.